Ja, hallo und damit willkommen zu einer weiteren Folge Fortnite Daily Shop News mit mir, dem Mann gleich. Jo Leute, wir schauen jetzt mal in den heutigen Daily Shop rein. Gucken mal, was hier so am Start ist. Ich habe heute noch gar nicht geguckt, was gibt's an News, ne? Ich müsste echt mal gucken, gibt's irgendwelche News? So, mal schauen, irgendwelche News. So, ups. Wie sieht denn das aus? What the fuck? What the fuck? Warte. Ich seh's gerade hier. What the hell? Bringt die Sache ins Rollen? Überrollt eure Kontrahenten mit unserem neuesten Fahrzeug, dem Kugler? What is this, man? What the shit? Na, das kann ja mal wieder lustig werden. Idee, hat der da vorne, hat der Pümpel dran, ne? Kannst du vielleicht auch noch ransaugen oder was jetzt? Ey, das wäre ja wohl oberübel. Stell dir mal vor, du hockst in dem Ding drin, du pümpelst jemanden an, ziehst den zu dir und überrollst ihn dann auch noch. Ich habe keine Ahnung, ob das so sein wird, aber das sieht stark danach aus, ja. Also, das wäre ziemlich crazy. Ja, okay, also das zu dem Ding. Dann würde ich mal sagen, schauen wir jetzt tatsächlich in den heutigen Item-Shop rein. Gucken wir mal hier, was gibt's denn da heute? Hier haben wir Patronella nach wie vor. Ich finde die ja persönlich ziemlich cool, muss ich sagen. Dann schauen wir doch mal, was hat denn eigentlich die Patronella oder hier die Bandolette? Was hat die eigentlich für Noten bekommen von euch bis jetzt? So, da schauen wir mal rein. Das kann ich euch gleich sagen. So, alles klar. Hier, die Bandolette hat von euch bekommen 3,82 von 5 bei 17 Votes inzwischen. 81 Reminders, das ist schon ziemlich gut. Dann haben wir hier diese Machete, da bin ich jetzt echt mal gespannt. Wie hat denn eigentlich die Machete bei euch abgeschnitten? Weil ich fand die jetzt zum Beispiel nicht so prickelnd, ja. Hier haben wir 3,17 von 5 bei nur 6 Votes und nur 4 Reminders. Also ist tatsächlich jetzt nicht so hammerhart angekommen. Beim Heli, das da bin ich gespannt. Der Heli ist bestimmt gut angekommen. Lass mal schmecken. Der Chopper, nee, eigentlich nicht mal so. Nur 3,56 von 5 bei 9 Votes und nur 18 Reminders. Alles klar. Ja, dann sind wir hier auch schon durch. Dann sind wir beim Raptor angelangt. Ja, der Raptor ist mal wieder back. Kommt ja so selten vor, das Ding. Ich finde den gar nicht so... ich weiß nicht. Also er kriegt von mir 6 von 10, der Raptor. Sind da die Note? Da. 4,15 von 5 bei 120 Votes. Das ist hammerhart viel. 59 Reminders, Leute. 59 Reminders. Der Partylöwe oder eben diese Slurp Axe. Slurp Picke. Ich finde diese Picke einfach mal mega geil. Kriegt von mir 10 von 10. Lass mal gucken, wo ist denn das Ding überhaupt? Party Animal heißt das in der englischen Version. Und Party Animal hat 4,5 von 5 bei 20 Votes, 84 Reminders. Ja, das passt. Das ist schon ziemlich geil, das Ding, ne? Nisch? So, dann hätten wir... Haben wir noch irgendwas hier drin? Nein, da sind wir dann auch schon durch. Da haben wir dieses komische Luftschiff schon wieder. Ja, sieht ein bisschen arg komisch aus, das Ding, ne? Also muss man wirklich so sagen. Ich kriegt von mir 6 von 10, das Luftschiff.
Und das ist hier wie wird das ausgesprochen? Dirigible. 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 Da haben wir 3 von 5 bei 12 Votes. So, dann haben wir diese Stoppaxt. Ja, Leute, die Stoppaxt. Also, sorry, aber ich bin da jetzt kein absoluter Fan davon, von der Stoppaxt, ja. Kriegt von mir diese Picke. Diese Picke kriegt von mir 5 von 10. Ich weiß, ja, aber wobei, so gut ist sie noch nicht mal bewertet. 3,15 von 5 bei, viel sind denn das? 20 Votes. 22 Reminders. Okay, alles klar. Dann haben wir hier neu den Munitionsmajor oder eben den Munitions Major. Er ist jetzt ganz neu drin. Ja, Uncommon Skin. Ja, was soll ich dazu sagen? Achtung, Granate steht hier. Gehen wir mal außen rum um den. Da oben hat er die Patronen am Helm. Hey, sogar, guckt mal hier, Leute, da hat sogar ein Einschussloch oben im Helm. Seht ihr es? Ganz oben Einschussloch im Helm drin. Da ist eine leichte Delle an der Seite. Ja. Finde den nicht so prickelnd. Kriegt von mir 4 von 10 der Munitions Major. Wird wahrscheinlich auch wieder so ein Schwitzer-Skin werden. Lass mal schauen. Was hat denn das Ding hier? Der Munitions Major hat 3 von 5 bei 5 Votes. 25 Reminders aktuell. Okay. Oh, ist gar nicht so gut angekommen. Dann haben wir hier Blendend. Oder in der englischen Version müsste das Dazzle sein. Kriegt von, also Dazzle finde ich tatsächlich, sieht besser aus als der Munition-Experte, ne? Also dieser Munitions Major. Deswegen würde ich sagen, kriegt Dazzle. Alter, was mache ich denn jetzt schon wieder? Kriegt Dazzle von mir, ja, 7 von 10. Also sieht deutlich besser aus als diese andere Skin. Dazzle, was haben wir denn beim Dazzle hier? Da haben wir 4,04 von 5 bei 27 Votes. Okay. Ja. Nie werde ich das vergessen, wie ich früher, als das Ding das erste Mal rauskam. Ich habe zum Herrn sofort gesagt, what the fuck, hier ist irgendwo ein Esel. Ja, ich habe das nicht gecheckt. Dann sagt er zu mir, nee, das ist der neue Emote hier. Geh mal dahin, der lacht. Ja, voll ablachen. Habe ich mir selber auch geholt. Ich finde den ziemlich witzig, muss ich sagen. Und voll ablachen kriegt von mir 10 von 10. Und hier haben wir 3,88 von 5 bei 24 Votes, 87 Reminders. Ist eigentlich ganz cool, das Ding. So, und dann haben wir noch den Erderschütterer. Auch den habe ich mir geholt. Den finde ich nämlich auch echt. Also für 200 V-Bucks finde ich den persönlich richtig nice. Ja. Und deswegen kriegt der Erderschütterer auch von mir, wir spielen den nochmal ab, zack, kriegt das Ding von mir zumindest mal 9 von 10. Ja, ich finde den wirklich cool. Der Ground Pound, 3,5 von 5 bei 12 Votes, 33 Reminders. Ja, wenn euch das heutige Video gefallen hat, dann lasst doch mal einen Daumen nach oben da, schreibt was in die Kommentare, abonniert den Kanal und schaltet das nächste Mal wieder ein, wenn es wieder heißt Fortnite Daily Shop News mit mir, dem Herrn gleich. Haut rein, macht's gut, bis dann und tschüss.